Liebe Krimileser von meinekommissare.de, neben mir sitzt Lenz Koppelstädter. Jung, Journalist und Autor. Und in seiner Eigenschaft als Autor spreche ich heute mit ihm über Der Tote am Gletscher, Die Stille der Lerchen, Nachts am Brenner und Das Tal im Nebel. Und im Januar erscheint, glaube ich, das nächste Buch. Ja, im Januar erscheint Das Leuchten über dem Gipfel, der fünfte Fall. Alle spielen in Südtirol und werden herausgegeben von Kiwi, erscheinen im Kiwi-Verlag. Damit ich nicht zu viel spreche, muss ich jetzt einen Übergang finden, damit Lenz Koppelstädter auch zu Wort kommt. Mich interessiert, wie kommt man dazu, mit Anfang, Mitte 30 sich plötzlich als Autor zu fühlen? Sie sind ja mitten im Leben, Sie sind Journalist, Sie müssen Ihr Geld mit anderen Dingen verdienen und dann fällt Ihnen plötzlich ein, Krimis zu schreiben? Ja, als Autor habe ich mich immer verstanden. Ne? Also ich habe ja immer geschrieben, also Schulzeiten schon, später als Journalist. Also das war ja mein täglich Brot. Aber Krimis? Und dann war immer der Wunsch da zu sagen, ich will mal eine längere Form. Ich will mehr als eine Reportage schreiben. Und okay, dann muss ein Buch her. Was lesen die Menschen gerne? Krimis lesen sie gerne. Was interessiert mich selbst? Mord und Totschlag interessiert mich wahnsinnig. Da dachte ich mir, ja, versuche ich es einfach mal. Was war denn zuerst da? Die Idee, Krimis zu schreiben oder diese Person? Ich gebe mal nur als Stichwort den Viehbauer Grauner und den aus Neapel stammenden Salta Pepe. Ein tolles Gespann. Wer es noch nicht kennt, sollte sich mit den beiden beschäftigen. Was war zuerst da? Ich glaube, die Idee, ein Südtirol-Krimi zu schreiben, war zuerst da. Dann die Überlegung sozusagen, wer könnte da die Hauptperson, wer könnte die Protagonisten sein? Und dann war sofort die Idee da, sozusagen das zu nutzen, diesen Mix der Kultur in Südtirol und einen richtigen Südtiroler Viehbauer und eben einen süditalienischen Carabiniere gemeinsam loszuschicken. Also die Kombination, die hatten Sie schon, diese Spannung zwischen den beiden Personen, hatten Sie schon im Kopf? Die hatte ich im Kopf, bevor ich einen konkreten Fall im Kopf hatte, ja. Sie schreiben über Südtirol. Man muss Südtirol kennen, sollte Südtirol kennen oder durch Lenz Koppelstädter kennenlernen. Sie haben sich einige Themen herausgesucht und ich habe noch Nachts am Brenner im Kopf. Ist da auch sehr viel Kritik, Selbstkritik an Südtirol? Sie haben sich sehr deutlich ausgedrückt. Lag Ihnen dieses Thema Südtirol als Durchgangsachse auf der Seele oder wie kam diese Geschichte zustande? Naja, ich fand es vor allem spannend und ich fand es sozusagen sehr dunkel, ne? Weil wurde sehr wenig darüber gesprochen. Ja. Es ist ein Thema, über das sehr wenig gesprochen wurde. Und es gab dazu Fachliteratur, es gab dazu Professoren, Historiker, die dazu forschten. Und das finde ich dann natürlich spannend, wenn man mit dem Mittel des Krimis ein sehr trockenes, aber ein sehr spannendes, dunkles Thema nochmal den Menschen näher bringen kann. Und zwar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern eben durch Literatur und durch Spannung. Danke, sonst hätte ich das gesagt. Genau das ist der Punkt. Es fehlt, Sie verzichten auf diesen erhobenen Zeigefinger, sondern schildern einfach den Sachverhalt, aber sehr deutlich und sehr, sehr dramatisch. Also ich fahre heute mit ganz anderen Augen durch das Tal vom Brenner runter Richtung Bozen. Schreiben kostet Zeit und das Ergebnis ist ungewiss. Ich habe viele Gespräche geführt mit Autorinnen und Autoren und sie leisten sich das. Wissen Sie, das Leben kostet Zeit und der Ausgang ist ungewiss. Warum soll man dann nicht schreiben? Alles andere wäre doch langweilig, wenn der Ausgang gewiss wäre. Liebe Krimileser, Lenz Koppelstädter ist, ich darf das hier verraten, der ist 37, er ist 37. Und diese reife Erkenntnis, die finde ich erstaunlich. Gibt Südtirol noch genügend Themen her für weitere Fälle von Grauner und Salta Pepe?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, Südtirol hat schon eine ziemliche Vieh. Man spricht immer von Südtirol dabei. Dieses Südtirol gibt es ja eigentlich nicht. Ne? Also wenn ich bin hier im Unterland aufgewachsen, mitten von Weinreben, von Weinbauern. Ich bin ja weinbäuerlich geprägt sozusagen. Wenn ich ins Pustertal fahre, da gibt es keinen Weinbauern. Da ist ein ganz anderer Menschenschlag. Und das finde ich ja auch spannend, wie man beobachten kann, wie in den unterschiedlichen Tälern und Städten eigentlich von Dorf zu Dorf Menschen und Gesellschaft schon wieder unterschiedlich ist. Und diese Feinheiten zu beschreiben, das ist eigentlich sehr spannend. Gibt es ja auch ähnlich wie in der Schweiz unterschiedliches Leben in den Tälern? Können sich da unterschiedliche Kulturen entwickeln? Ich habe so das Gefühl, wenn ich an den Krimi denke, der im Ultental spielt, die Stille der Lerchen. Ist das eine, kann man das als eigene Kultur bezeichnen oder ist das geprägt von Historie? Also eigene Kultur, müssen wir jetzt Kultur definieren, aber es ist sicherlich so, dass diese Täler über sehr lange Zeit in sich geschlossen waren. Mhm. Dass es sehr schwer war, da hinzukommen, da rauszukommen. Und wie gesagt, ne, ich würde sagen, wir hier im Unterland, im Süden Südtirols, sind zum Beispiel dem Trentino sehr viel näher als jetzt dem Österreich zum Beispiel, wohingegen jemand aus dem Pustertal sehr viel österreicherischer ist, als ich es jetzt zum Beispiel bin. Was sehr interessant ist, ist die Sprache, die ja wirklich von Dorf zu Dorf unterschiedlich ist. Noch heute würde ich sagen, ich kann innerhalb von ein paar Sätzen einen Traminer von einem Kurtatscher oder einem Kalterer unterscheiden, was ja Nachbardörfer sind. Ja, davon wissen wir Flachländer, Leser wissen das, ich komme aus Hamburg, davon wissen wir sehr wenig. Ich habe diese Unterschiede auch schon festgestellt in der Schweiz. Da gibt es ganz deutliche Unterschiede und auch manch Einheimischer in den größeren Städten versteht manchen nicht, der aus diesem oder jenem Tal kommt, aber das ist einfach historisch bedingt. Mögen Sie schon einen Hinweis geben auf den Inhalt Ihres nächsten Buches, was ja im Januar erscheinen wird? Das nächste Buch, tatsächlich schreibe ich es gerade. Ich bin gerade mittendrin. Ja. Ich bin auch gedanklich mittendrin. Spielt im Pustertal, und zwar im hintersten Pustertal, in Toblach. Und wer Grauner kennt, weiß, dass er und seine Frau große Malerfans sind und dass Maler in Toblach viele Sommer verbracht hat mit seiner Frau zusammen, dass er dort zum Teil die 9. geschrieben hat, an der 10. gearbeitet hat und Grauner recherchiert da und möchte natürlich ein Malerkonzert da besuchen. Salta Pepe ist auch vor Ort, weil im Pustertal immer wieder italienische Serie A-Mannschaften zur Sommerfrische sind, zum Sommertraining. Ja. Und wie es der Zufall will, ist Napoli natürlich vor Ort und er schaut sich da natürlich jedes Training an und da passiert dann natürlich irgendwann was. Mir fällt gerade ein, in Ihrer Biografie steht oder die zeigt, dass Sie jahrelang in Berlin waren. Und jetzt wird mir auch klar, weshalb Sie in Nachts am Brenner dem Grauner einen Ausflug nach Berlin spendiert haben. Der musste nach Berlin. Ja, und jetzt wundert mich auch die Ortskenntnis nicht. Und da schließt sich der Kreis wieder. Aber als der Grauner Nolens Volens nach Berlin musste, ja, da habe ich gedacht, der arme Kerl. Das ist ein armer Kerl, ja. Das war böse von mir. Für Grauner ist es ja schon eine Weltreise, wenn er mal nach Venedig ans Meer muss. Ja. Und Berlin mit dem Flugzeug in eine große Stadt, das war schon hart, ja. Das tut mir schon ein bisschen leid, auch im Nachhinein. Aber Sie konnten sich das nicht verkneifen. Also das ist mir jetzt bei dem Studium Ihrer Biografie aufgegangen. Da habe ich gedacht, guck, denn als ich das Buch gelesen habe, gedacht, wie kommt der dazu, den Grauner nach Berlin zu schicken? Jetzt wird mir das manches klar. Was möchten Sie den Lesern noch erzählen zu den Krimis oder zu Südtirol? Aber wir machen gleich ein zweites Video zum Thema Südtirol. Aber im Zusammenhang mit den Krimis, fällt Ihnen dazu noch was ein? Zu Südtirol und den Krimis? Ja. Oh, was soll ich da erzählen? Ich glaube, ich versuche authentische Krimis zu schreiben. Es geht mir nicht darum, dass jetzt jedes Detail einer Ortsbeschreibung richtig ist, aber wenn mir ein Leser sagt, ja, ich war da und die Leute, wenn du in die Bar gehst und die sind wirklich so, wie man das beschreibt dann bin ich schon froh. Ich bin ja auch hier aufgewachsen, es ist ja meine Heimat, ich lebe hier und das macht Spaß, wenn man dann Rückmeldung bekommt, wie auch von Ihnen, dass man sagt so, ja, das ist authentisch.
ein tolles Schlusswort. Ich bedanke mich, Lenz Koppelstädter. Vielen Dank.